Herr Küppersbusch, was war schlecht vergangene Woche? Kein Fußball im Fernsehen. Und was wird besser in dieser? Kein Fußball im Fernsehen. Russlands Außenminister Lavrov verließ das G20-Treffen vorzeitig. Hätte er überhaupt eingeladen werden sollen? Krieg heißt Krieg und wird auch so genannt. Gegenseitiges atomares Drohen wird verdammt. Und China und auch und gerade China mahnt zur Zusammenarbeit. Wer das auf den Zettel schreibt und damit durch Moskau läuft und Autogramme sammelt, wird er sofort verhaftet. In Bali hat es Lavrov unterschrieben, dann schwänzte er natürlich das Abschlussbankett, vulgo, musste ohne Abendessen ins Bett. Die Gipfel ohne Russland vorher mögen recht gehabt haben. Der mit könnte welches schaffen. Die NASA startet wieder gen Mond, auch um dort AstronautInnen zu landen. Was wollen die AmerikanerInnen eigentlich dort? Ja, so Päuschen machen und gendern, wie die Amis so sind. Der Mond soll die letzte Tanke vor der Mars-Etappe werden, weil es da am Südpol Wassereis gibt, Sonnenlicht, also möglicherweise Treibstoff und auch sonst alles außer Bild- und Sanifair-Bonds. Um dorthin auch Frauen schicken zu können, soll das Testdummy Helga rausfinden, wie verstrahlt man dahin und zurückkommt und ob es spezifische Krebsrisiken für Körperphänotyp weiblich gibt. Deshalb der Name von Apollons Schwester Artemis. Vorab haben die Amerikaner durch internationale Verträge bedingt, dass kommerzielle Unternehmen Bodenschätze dort ausbeuten dürfen. Also immer noch der Nummer 1 Exportartikel der USA, Wilder Westen. Diesmal Öl auf ein Klimt-Gemälde in Wien. Die letzte Generation attackiert auch Monet, Vermeer und Goya. Bei welchem Gemälde wären Sie traurig? Die Metapher, dass Öl die menschliche Kultur zerstört, überzeugt schon deutlich eher als, sagen wir mal, Kartoffelsalat. Performance-Künstler können jetzt natürlich sagen, ey, das war doch unser Job. Und clevere Museumsshops bieten bereits Mitnehmsets für den kleinen Klimaprotest zu Hause, ein hochwertiger Kunstdruck und ein Eimer Mampf. Die Protestform irgendwo zwischen gewaltfrei und gehaltfrei nutzt sich ab, wie sich jede Form abnutzt. 1969 goss der Flexus-Künstler Wolf Postel, ein Opel-Kapitän, mit Beton aus und über. Nur das Autoradio blieb an, hieß es damals. Und der steht seit Jahrzehnten auf dem Kölner Hohenzollernring. Da gibt es so Pommesbuden und Pizza-Dönerläden und ab und zu wirft man was und fertig. Alle reden über Twitter und haben Angst, was Elon Musk als nächstes macht. Welches Unternehmen bräuchte jetzt gerade unsere Aufmerksamkeit? Neulich trendete Bündnisfall und Weltkrieg. Vor ein paar Jahren wurde ein narzisstischer Psychopath, auch dank dieses Mediums, der mächtigste Mensch der Welt. Bei allem Verständnis für Leute, die das unterhaltsam finden oder da Bestätigung oder Anerkennung finden, Twitter ist ein Dino. In dessen sehr vergleichsweise kleinem Gehirn ein paar Wichtigtour Witze über Kometen machen. Ach, Kometen können uns doch nicht. Und dann Penge und Ruhe. Hoffentlich. Bahnstreik, dann Tarifabschluss bei der IG Metall. Alles gut? 8,5% auf 2 Jahre, das klingt viel, also Verhandlungserfolg für die Gewerkschaft. Ist aber weniger als jetzt schon die Inflationsrate, also Verhandlungserfolg für die Arbeitgeber. Lauter Sieger und eine ungewisse Zukunft. Nach dem Raketeneinschlag in Polen gab es ein ganz schönes Chaos und Panikmache. Müssen wir uns über die Berichterstattung Sorgen machen? Nach einer Recherche der polnischen Gazeta Wyborcza, die FAZ zitiert, wollte man US-Präsident Biden beim G20-Gipfel jetzt nicht vorzeitig wecken. Deswegen waberte die komplette Fehldeutung des Vorfalls durch die Kiewer Regierung uns alle an den Rand des Bündnisfalls. Also eine Weltlage, in der sich ein alter Mann nochmal umdreht, aufs Ohr legt und dann wird er wach und hat Weltkrieg. Es wird immer schwieriger, der ukrainischen Regierung vollstes Verständnis und zugleich größte Zurückhaltung entgegenzubringen. Und bei Strack-Zimmermann nicht sofort zu lachen. Und was machen eigentlich die Borussen? Der BVB bricht heute auf nach Malaysia, Singapur und Vietnam. So ein bisschen so Werbung machen für den Fußball. Also das Gegenteil von Katar.